unfassbar! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Hab was vergessen! Hab was vergessen! Jetzt bin ich bereit! Jetzt bin ich bereit! Oh, ich freue mich schon so sehr auf die Handschuhwelt! Ich gehe lieber zu Patrick, um ihn daran zu erinnern, welcher Tag heute ist. Oder wer ich bin. Komm wieder, wenn mein Wecker geklingelt hat. Mein Schönheitsschlaf hat oberste Priorität. An deiner Stelle würde ich nicht in diese Richtung gehen, SpongeBob. Die Straße wird durch einen großen Stau blockiert. Echt? Aber wie sollen die Leute denn dann ihre Krabbenburger mampfen? Tun sie nicht. Sieh nur selbst an. Ich sitze hier mit den Inhabern konkurrierender Restaurants fest. Dem Abfalleimer und der krossen Krabbe. Das ist doch die perfekte Gelegenheit, eine Doku über das beste Restaurant Bikini Bottoms zu drehen. Gute Idee. Ein Film über die Köstlichkeiten des Abfalleimers würde glatt Millionen einbringen. Ich meinte die krosse Krabbe. Niemand geht in den Abfalleimer. Es sei denn, er will fragen, wie man zur krossen Krabbe kommt. Jedenfalls, die Behörden sind noch dabei herauszufinden, wo die Nägel, die diese Kollision verursachten, herkamen. Vielleicht kann Mr. Krabs dabei helfen. Letztens hat er eine ganze Wagenladung an Nägeln bekommen. Er kennt sich bestimmt damit aus. Aber hallo. Allerdings könnte ich etwas Polsterung vertragen, Sandy. Patrick und ich werden den allerschönsten Tag in der Handschuhwelt verbringen. Kommst du mit? Danke, aber dieses Eichhörnchen bleibt handschuhfrei. Ich bevorzuge den Nervenkitzel von Muskeltraining und Gummienten. Aber wenn du etwas Zeit hast, könntest du mir dabei helfen, alten Schrott aus meinem Garten zu beseitigen. Gar keine Frage, Sandy. Bereit zum Stemmen, ihr Memmen. Bin ich geschrumpft oder sind diese Tikis größer geworden? SpongeBob, mein Garten ist so schön wie ein Frosch mit Fell. Danke für deine Hilfe und viel Spaß mit Patrick. Ach, geliebtes Bikini Bottom. Der perfektionistisch guten Morgen, bester Freund. Bist du bereit, Held der Handschuhwelt? Aber hallo! Ich hab durchgemacht und so getan, als hätte ich Hände. Ein Ladebildschirm später. Patrick, coole Kids. Hi.
Ich wünschte, ich könnte cool sein. Ist der Wagen hier gerade etwa einfach aus dem Nichts gekommen? Ist doch egal. Nee, auch nicht cool genug. Kann ich das haben? Was, die alte Flasche? Voll mystischer Magie. Zunächst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Madame Cassandra, Lieferantin lang verlorener Schätze der sieben Meere. Zum Schnäppchenpreis. Magische Blubberseife, verwirkliche deine Träume. Mit diesem einzigartigen Blubberblasen-Dingsi kannst du haben, was immer du willst. Und werden, wer immer du sein willst. Blubbere deine Wünsche einfach in den Himmel. Hat für mich leider nie geklappt. Ein Ladebildschirm später. Ich wünsche... Balance! Okay, mein erster Wunsch ist für meinen allerbesten Freund, der Balance liebt. Ich wünsche mir für Patrick das allergrößte Ballonabenteuer seines Lebens. Balance! Ist ein Tag voller Ruhe und Frieden denn wirklich zu viel verlangt? Wie soll ich denn je mein neuestes Meisterwerk vollenden, wenn ihr Clowns mir ständig die Ohren voll kichert? Ich wünsche mir, dass Thaddäus Kunst endlich die nötige Anerkennung bekommt. Was macht ihr beiden denn? Warte kurz. Ich wünschte, die ganze Welt würde erkennen, wie toll Sandy ist. Coole Blase. 3 Stunden später. Oh. Hey SpongeBob, was heißt das, wenn da steht, nur die, die reinen Herzens sind, sind der Macht der Meerjungfrau Tränen würdig? Dass es mir bestimmt war, dieses Seifenblasenwasser zu finden? Moment, da steht auch... Eigentum von König Neptun. Nicht für Sterbliche geeignet. Sparsam und mit Vorsicht nutzen. Oh. Oh nein, Patrick, was haben wir getan? Wer hätte gedacht, dass der Zaubertrank einer mysteriösen Wahrsagerin in einer zwielichtigen Kutsche nach hinten losgeht? Ja, das war absolut unvorhersehbar. Moment mal, Patrick, du bist ein Ballon! Schön wär's. Wäre ich ein Ballon, könnte ich coole Sachen machen wie das hier. Oder das! Oder das! Siehst du, SpongeBob? Ich bin ein Ballon! Deswegen fühle ich mich in letzter Zeit so aufgebläht. Wir müssen unsere Freunde suchen und schauen, ob es ihnen gut geht. Gut, dass Thaddäus so gelassen ist. Andernfalls würde er sich darüber bestimmt aufregen. Mein Stein! Mein schöner, großer Stein! Alles, was übrig ist, sind meine... Oh nein! Meine riesigen Klebezettel sind auch weg! Wer erinnert mich denn jetzt daran, mehr riesige Klebezettel zu kaufen? Keine Sorge, Patrick. Die Klebezettel liegen bestimmt irgendwo hier rum. Oder hier... Oder da drüben. Autsch! Sieht ziemlich kaputt aus. Warte mal,
Vielleicht hat eins von Sandys missglückten Experimenten dieses Chaos verursacht. Es ist bestimmt alles ihre Schuld. Nein, ich glaube nicht, Patrick. Sandys Experimente hinterlassen immer den Geruch von Eicheln in der Luft. Alles, was ich hier riechen kann, ist Schwammatem und Seifenblasen. Oh ja, das ist das gute Zeug. Danke. Nein, danke. Au! Nein, nicht die große Krabbe. Was sollen die Bürger von Bikini Bottom denn jetzt essen? Wer hilft ihnen, ihre Brieftaschen zu leeren, wenn Mr. Krabs nicht da ist? Ich muss das in Ordnung bringen. Nimm deine schwabbelige Hand von mir. Ich bin zu klug, um so zu enden. Vielzeller! Euretwegen herrscht im Bikini Bottom das reinste Chaos! Mein Restaurant ist umgekippt und das arme kleine Fleckchen ist weg! Hättet ihr mich doch mitmachen lassen? Das ist doch, naja, genau mein Ding. Korrekt. Oh nein! Sorry, Plankton. Wir kriegen das wieder hin. Ihr müsst das in Ordnung bringen, ehe noch jemand außer mir das Chaos für sich ausnutzt. Korrekt. Warum wiederholst du dich? Hat deine Festplatte mal wieder einen Aussetzer? Inkorrekt. Juhu, hier drüben, meine kleinen Tölpel. Meine entzückenden Lieblinge, ihr habt dieses Unheil überstanden. Oh, Madame Cassandra, wir hatten bloß Spaß und haben aus Versehen zu viel magische Seifenblasen geblasen und Bikini Bottom zerstört. Und jetzt sind all unsere Freunde weg und überall ist Gelee und ich vermisse mein Garylein. Oh, das ist wirklich vorzüglich. Das ist nicht irgendein Gelee, SpongeBob. Das ist kosmisches Gelee, der Kleber der Realität. Euer Blasenspektakel hat anscheinend Löcher im Universum erzeugt, die das Gelee herausquetschen und eure Freunde in neue, seltsame Welten gezogen haben. Das war auch mein erster Gedanke. Bringt mir so viel davon, wie ihr finden könnt, damit ich es untersuchen und euch helfen kann, euer Chaos ungeschehen zu machen. Schließlich trage auch ich Schuld, da ich euch versehentlich einen solch mächtigen Zaubertrank gegeben habe. Klingt plausibel. Jep, das ergibt Sinn. Ausgezeichnet. Dann ab in die Portale, die sich in der ganzen Stadt geöffnet haben.
Mit dem Gelee kann ich kosmische Kostüme für dich schneidern, die jeweils mit einem Portal verbunden sind. Je mehr Gelee, desto mehr Portale können wir durchschreiten. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Los, retten wir Bikini Bottom vor den unbeabsichtigten, aber verheerenden Auswirkungen unserer Handlungen. Finde das Portal, das zu deinem Kostüm passt. Sobald du deine Freunde gefunden hast, kehre mit diesem magischen Blasenstab nach Hause zurück. Bestimmt furchtbar, oder? Oh, ich sehe aus wie ein Viehzüchter auf dem Land. Ich frage mich, ob es einen Namen dafür gibt. Du bist genau richtig für meine Bäckchen. Die Fosselkrabbe Pizza ist die Pizza super knusperig. Moment mal, wozu braucht man einen Wasserturm? Das ist wohl ein Turm, der einem verrät, dass man unter Wasser ist. Bescheuert, aber lustig. Vielleicht auf der anderen Seite dieses Portals. Komm, Patrick, wir müssen sie retten. Wir als Freunde sind dazu verpflichtet. Vielleicht das Gefühl, dass wir nicht mehr in Bikini Bottom sind. Sieht eher aus wie der Wilde Westen. Tut mir leid, Partner. Ich suche meinen Freund Mr. Krabs. Er hat ungefähr deine Größe, ist rot und mag Geld. Ein Krabbenproblem, was? Du solltest dich am besten mit dem Sheriff in Manta Fey unterhalten. Puh, was für ein Krabbe. Ja, stellen wir uns an und fahren nochmal. Lieferung kommt! Keine Ahnung, wozu Cassandra dieses Zeug braucht. Das Einzige, was ich Gelee brauche, sind Gelee-Sandwiches! Patrick, Cassandra weiß schon, was sie tut. Wenn sie sagt, dass sie Gelee braucht, um unsere Freunde zurückzuholen, dann bringen wir ihr eben Gelee. Süß und klebrig. Wirklich mein bester Freund.
Was gibt's, SpongeBob? Was siehst du? Wasser? Limo? Limo, Wasser? Was siehst du? Walfischdreck, es ist so klein. Da passen wir nie rein. Warum müssen wir nur so groß sein? Das ist nicht klein, Patrick. Ist es nicht? Es ist nur sehr, sehr weit entfernt. Wir sind gerettet, Patrick. Es ist Mrs. Puff. Wenn jemand weiß, wo Mr. Krabs ist, dann sie. Schnell, wir müssen sie einholen. Sie mag uns daheim kennen, aber hier vermutlich nicht. Hier müssen wir sie erst kennenlernen, wie wir sie das erste Mal zu Hause kennengelernt haben, als sie uns kennengelernt hat. Verstehst du? Nein. Süß und klebrig. Was macht dieses Gepäck mitten in der Wüste? Ich glaube, es ist aus Mrs. Puffs Kutsche gefallen. Ein kleiner Klaps reicht schon. Ein kleiner Klaps reicht schon. Sieh dir nur diese atemberaubende Landschaft an. Die Schönheit der Natur. Hey, meinst du, hier gibt's Snackautomaten? Ich kann auf dich zählen, Patrick. Zum Angriff! Whoop.
der Baum. Howdy, Fremde. Ihr seid zu Fuß hergekommen? Das ist sehr gefährlich. Ihr könntet ihm nur austrocknen. Schon der Gedanke bläht mich auf. Ich krieg Blähungen, wenn ich Schneckenfutter esse. Hi, mein Name ist SpongeBob und der Ballon hier ist Patrick. Wir suchen unseren Freund Mr. Krabs. Aber er heißt vielleicht nicht Mr. Krabs. Er reist vielleicht mit einem anderen Namen. Oh, wie Jeremy! Oder Petunia. Oder Captain Chloe. Oder Ronaldo. Eine namenlose Krabbe? Ja. Geht nach Mantafé. Da verschlägt es jeden hin, dem etwas fehlt. Könnten Sie uns dorthin fahren? Das ist eine Reitschule und kein Taxidienst. Wenn du jedoch meinen Test bestehst, könntest du selbst mit deinem eigenen Reiterschein hinreiten. Mein eigener Reiterschein? Wenn du soweit bist, triff mich beim Seepferdchen. Mal schauen, ob du den ganzen Weg bis Mantafé oben bleibst. Ah, endlich ist es mit der Lieferung kommt. Mrs. Puff, ich meine Frau Lehrerin, ich muss Ihnen gestehen, dass... ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich nicht der beste Prüfling bin, also... können wir diesen Teil überspringen? Sei nicht albern, SpongeBob. Ein bisschen Rodeo hat noch keinem geschadet. Der ist überlegt. Auf die Plätze. Fertig. Und los! SpongeBob, spring! Gut gemacht, SpongeBob. Du hast 35,7 Punkte. Drumherum! Immer drauf! Ups. SpongeBob, pass auf! Das ist schrecklich da! Schwing dich in dein Versicherungsvertreter an! Heißt normalerweise anhalten. Oh je, du hast 6 Punkte. Von 7. Mir fehlt nur ein Punkt, um zu bestehen. Yippie! Oh, können wir die Prüfung wiederholen? Sie hat so viel Spaß gemacht. Ach nein, das ist nicht nötig. Ich wusste ja nicht, dass du Spaß hattest. Spaß ist einen Bonuspunkt wert. Hier ist dein Reiterschein. Vielen Dank, Partner. Ein Führerschein. Ja! SpongeBob! Hey, immer langsam! Ich glaube, das geht nicht. Mit diesem Führerschein darf ich nur Seepferdchen und ähnliche Tiere reiten. Mit Ausnahme von... hier steht überhaupt nichts von Bootmobilen. Ach, sobald es Bootmobile gibt, lege ich die Prüfung einfach nochmal ab. Wir haben es nach Mantafé geschafft, mein fliegender Freund. Mein Hintern bringt mich um von deiner ganzen Reiterei. Die große Krabbe Pizza ist die Pizza super knusperig.
ist Sandy. Ich meine, da ist der Sheriff. Na, wen haben wir denn hier, hä? Du magst so gelb wie Senf sein, aber hast du auch Biss? Bitte nicht beißen, zu unhygienisch. Ich suche meinen Freund Mr. Krabs, hast du ihn gesehen? Große Augenstiele, winzige Beinchen. Bin außer Dienst für das Duell, Süßer. Aber wenn du es mit mir aufnehmen kannst, sehe ich mir den Fall mal an, okay? Besorg dir einen Strohhalmpartner, am besten ohne Knick. Dann veranstalten wir einen kleinen Kaktussaft-Showdown. Kein lebendes Meerestierchen kann mehr Saft trinken als ich. Du gehst schneller unter als ein rostiger Anker. Gelee, Banditen! So einen Fisch habe ich noch nie gesehen. Sorry, ich bin nicht gesehen. Auf Lager als meine Socken nach einem Sandsturm, dass du es mit den Gelee-Banditen aufnimmst. Dann zeig mal, was wirklich in dir steckt. Strohhalm raus! Sorge, Sheriff. Hilfs-Sheriff SpongeBob. Und Ballon-Hilfs-Sheriff Patrick. Kümmern sich drum. Ich mag keine Kaktus. Sie sind nicht mal hübsch. Sie sind nur grün, saftig und dornig. Wie eine Gurke, die wehtut, wenn man sie isst. Keine Sorge, Patrick. Wir verschwinden von hier, sobald wir mehr Kaktussaft gefunden haben. Oh oh, sieht aus, als will es ein Duell. Dieser vertraut aussehende Gentleman die richtige Richtung. Howdy, Sir. Ich bin SpongeBob Schwammkopf. Kennen wir uns? Hey, Cowboy. Tut mir leid. Du kommst mir nicht bekannt vor. Aber ich hörte zufällig, wie du davon gesprochen hast, ins Kaktusgetränkegeschäft einzusteigen. Das ist nichts für schwache Nerven. Ich empfehle, einen Berater einzustellen. Für einen kleinen Anteil von 70% sage ich dir, wo du die Kakteen mit dem erfrischendsten Saft findest. Die Leute zahlen unsägliche Summen für sie seit der Knappheit. 70%? Da ist doch was faul. Oh, tut mir leid. Sagte ich 70%? Ich meinte natürlich 80. Das klingt doch schon besser. Geh einfach weiter, bis du die Kakteenhügel erreichst. Und trickse deinen schwer schuftenden Berater ja nicht aus. Sonst bekomme ich 90% des Geschäfts. Komm, Patrick, finden wir diese dornigen Gurken.